gut 1000. Sind auch keine? Ja, auch nicht. Weil der Flugplatz ist aber nah da, oder? Ein Flugplatz, ein Flieger. In den Schrub sogar. Ja. Ich bin jetzt bei 1000. Ich level jetzt schon wieder und nehme Geschwindigkeit auf. War doch nur einer. Ja, ein Feindflieger gesichtet. Und der steigt. Okay. Zwei. Einer zieht noch. Was? Wo? Ja. Genau unter ihm. Zwei Feindflieger gesichtet. Ich flieg Richtung dem unteren. Ich auch. Bald aber noch den oberen im Blick. Weil der steigt weiter. Der geht auf mich. Wolf, der ist auch deutlich höher wie wir. Ja klar, ich bin gerade am Steigen. Das ist doch wieder eine Spitfetten. Ich versuche mich hinter die Höhe. Ich habe ihn verfehlt. Ist auch hab ihn brennt geschossen, glaube ich. Nein, nicht brennt, aber er raucht. Ah, noch weniger. Ziemlich. Ich sehe sie, die dive jetzt. Rauch an. Die dive runter, ich sehe sie. Ich bin verflackt. Ich sehe den Flieger, ich fliege dem jetzt noch hinterher. Das ist eine P-51. Brennt? Absee. Sehr schön. Einfach ausbrennen. Feindliche Luftwaffe ist raus. Geht's jetzt? Wer fliegt A? Der Gegner ist bei A. Wo braucht ihr Unterstützung? Wir sind nach C. Wir brauchen einen bei C. Ich flieg nach A. Ich flieg mal Richtung C. Und derjenige, der bei C rumfliegt, kann auch bitte mal bei B immer gucken. Ah, da, direkt unter mir. Ich hab nichts gesehen. Und ansonsten 9 Uhr oder 3 Uhr, irgendwas. Flieg mal über B. Ich dreh mal ein. T29? Bei B sind zwei. Oh, Scheiße. Bei B sind zwei Panzer, einen hab ich rausgenommen. Geh zurück, okay. Hab ich alle Raketen auf ihn geschossen, weil ich im Steigkampf drauf war. Wolf, von dem jetzt spawn aus Richtung B, links in der Mitte, also mehr links halten. Da siehst du ihn. Der war links am Felsen am Langfahren. Nö, hab ich gerade nicht gesehen. Auf jeden Fall zwei gesehen, da wo ich die T29 rausgenommen habe, links davon war halt der andere. Und wir sollen halt jetzt einen anderen Weg fährt. Ach, da ist das Wrack, sehe ich. Da fährt einer auf B, glaube ich, drauf gerade. Echt? Wenn ich das richtig sehe. Ja, einer ist da oben auf der Hügelkuppe direkt. Ja, jetzt sehe ich ihn. Der fliegt ihn an. Ich fliege. Okay, dann lasse ich dir's. Dann check ich nochmal A. Ah, er fährt weiter. Der Arsch. Bombe ist raus. Oh, die ging daneben. Dann versuche ich es noch. Okay. Ja. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Ah, jetzt haben sie es gekappt. Sehr schön. Flieg zurück. Noch 1, 2, 3 bleiben übrig. Ich glaube, bei B war noch ein Gegner. Was bei B? Ist vor B ein Verbündeter und ein Gegner? Ja, das ist ein Gegner. Das ist ein Tiger 2 oder so sein, glaube ich. Das scheint, dass wir Gegner im Rücken haben. Könnt ihr mal so ein bisschen. Auf B ist noch einer, den nehme ich jetzt raus. Kauf's zumindest. Und vor A fährt auch noch einer rum. Ah, Fangulo, scheiß Baum. Ich hätte die Bombe abwerfen sollen. Einen habe ich, T26, interessanterweise. Auf ja. A war der. Eben auch ein T34-85 war drin. Mhm. Okay, ein Tiger B ist raus. Noch zwei Gegner drin. Doodles, hast du noch was unter dir? Oh, Kacke. Bei B ist eine Flak, aufpassen. Ach ja. Könnt ihr die Zeit nicht rausnehmen? Ich bin im Anflug. Will wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt.
Wo war dieser T-44? Der ist auf der Route, von denen ihr ins Spawn kommt, auf der Straße. Ist um C rechts oder B? B. Wenn man vom Spawn oben runterfährt, südlich, auf B. Südlich von B muss er sein. Ich komme zu dir. Der liegt genau auf deiner 12 Uhr in diesem Tal drin. Da muss ich einmal hören. Ja. Da siehst du ihn da, jetzt nee, hab, rechts von dir. Ausgeguckt. Nur noch ein Tiger, also ist da keine Flak mehr drin. Nee. Da haben sie den Tiger mit der Flak verwechselt. Denix, Wolf? Wolf? Ja, richtig. Der Tiger ist jetzt auf deiner 12, aber ich wollte erstmal. Nein, das ist unserer. Das ist unserer. Ah, sondern schon, da. Schon wieder in der Schlucht. Nee, immer noch in der Schlucht, schon T-44. Oder triffst du nicht? Ist markiert aber. Ja. Ja. Du musst von oben die Straße entlang fliegen praktisch. Also hier rechts rum. Genau. Jetzt sehe ich. Genau, jetzt kannst du schön anfliegen. Ja, jetzt jawohl. Ist scheiße. Hat den Sturmmann rausgenommen. Ja, aber er ist raus. Jetzt ist noch der Tiger. Haben wir noch einen SLA. Habt ihr den gesehen, Luftwaffe? Noch ja, nicht, nein. Doch, jetzt direkt unter dem müsste er eigentlich sein. Wenn ich mich recht erinnere. Wo ist er hin? Nee, konnte noch nicht aufgeklärt werden. Ist aber meines Wissens nach auch auf B. Nee, ich vermute, der ist zwischen A und B. Gulo, bleib du erstmal oben, ich scoute dann. Wird das mir ineinander reinfliegen. Gulo, bist du auch auf mir drauf? Ja, okay. Ich kann jetzt vermutlich oben bei den Hügeln zwischen A und B. Ich stehe nördlich von B, also nicht mich beschießen. Ich habe nicht der Tag gesehen. Also, soweit ich mich erinnere, kann man der letzte Pink wäre jetzt auf deiner 12 Uhr gewesen. Komm, die fliegt mal über die Täler da drüber. Hier lang, oder? Ein bisschen mehr links. Oder hab's so halten. Ich glaube, dass er da unten irgendwo drin sein müsste eigentlich. Dann fliege ich mal die 6er-Linie entlang. Ja, genau. Da ist er doch, oder? Wie viele Flieger haben wir noch? Ich glaube, der streckt auf deiner 12. Nee, da ist schon was gerade geplatzt. Das war er also nicht. Nee, das war er nicht. Wie viele Flieger haben wir noch? Zwei, ne? Zwei, ja. Wir haben noch zwei Flieger. Beide mit Bombenraketen? Ne? Nee, ich bin nur am Scouten. Der Skuldo fliegt weiter höher, damit wir uns ineinander reinfliegen. Das ist auch eine Attrappe da vorne, das ist ja auch ein Frack, ne? Weiter was links. Was ist das da? Was ist das da? Weiter links. Ah, Rauch. Ja, der war am Rauch. Was ist das aber da auf links und so? T29 ist da. Direkt auf deiner 6 jetzt. Ich vermute, dass der da irgendwo campt. T29 kann das sein, muss ein Tiger sein. Der Tiger hat nicht einen rausgeschossen. Aber ja, das ist ein Frack hier. Das ist ein Frack, was da steht. Trotzdem mal drauf. Ja, das ist ein Frack. Oh, eben, und das andere da ist auch ein Frack hier, was bei B steht. Ich flieg nochmal über C, falls der nimmt. Der ist auf ja. C, der ist auf C. Auf C, raus in der Schweine. Skuldo? Skuldo, ja. Sofort anfliegen. Töten. Ja. Der ist durchgefahren. Ja, ist er. Ja, ich seh der ist durchgefahren und fährt hoch zu eurem Spawn. Ist markiert. Ja. Oh, das geht daneben. Hast getroffen, aber ja, keine Ahnung was. Der fährt weiter. Die waren jetzt richtig scheiße. Ja, der geht jetzt in die Schlucht rein. Der fährt nicht in die Schlucht, sondern in diesen Turbogen da. Ach Gott. Ja.
Hast du noch was runter? Da ist er sicher vor den Panzern. Das heißt, sie müssten A einnehmen und B. Ja, nehmen A und B, einer ist ja ein Tiger und der ist ja ziemlich langsam, da kannst du noch schnell zu A fahren. Wir ziehen uns beide zurück und holen Raketen wieder. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Ein Flieger da lassen, Leute. Ja. Ich muss wissen, ob der sich bewegt. Meine dann würde ich, Skuldo, oder? Fliegst du zurück zum Spotten? Ja, aber ich bin jetzt schon vom Flugplatz. Achso, nee, der landet schon. Jetzt sind wir beide beim Flugplatz, also ich drehe jetzt noch. Ah, okay, nö, okay, passt. Ich gehe auf den Skada. Skada, das letzte Mal, als wir den gesehen haben, war der bei C in dem Torbogen. Wenn wir nicht schleunigst etwas unternehmen, dann wird der Feind den Sieg davon tragen. 13 Minuten haben wir noch. Dass ich die Crew mal auf Experte machen, ne? Unsere Luftwaffe startet gerade wieder. Okay, ich hänge auf den Skuldo drauf. Ja, Skuldo wird vor mir da sein. Deswegen. Wer den von Nordwest geschwächt mal rüberfliegen, also von Süden schräg hoch. Weil ich würde stark vermuten, dass der hoch in den ihren Spawn gefahren ist. Nun bin ich jetzt auf dem geilen Kohli drauf. Bruder, ich seh dich gerade nicht. Ich flieg gerade über C drüber. Oh. Ja, ich? Also von hier aus kann ich ihn nicht erkennen im Torbogen. Winterfilter. Jo. Also ich stehe bei in der Nähe von B. Richtung Osten. Ja, ich seh dich. Ich sehe ihn, glaube ich. Er ist zwischen C und B, oder? Oder ist das einer von uns? Was, wo? Zwischen A und B, das ist unser. Nee, B und C meine ich. In diesem zweigleisig ist du. Bist du gerade drüber weggeflogen, Goldfleck? Ja. In dem Rondell? Ja, genau, das meine ich. Im Auge? Am südlichen Ende vom Rondell. Nach C hin. Ich auf der rechten Seite von dir aus gesehen. Ich sehe ihn. Hinter dem. Ja. Der ist im Auge. Ich flieg ihn an. Holdi, du musst ab. Du musst anders anfliegen. Von wo? Du musst von dir aus gesehen. Vom Skada auf der Seite, die linke Seite. Genau. Und. Sehr schön. Yes, GZ. Geht halt. Super gemacht. Wachsame Augen. Ja, zeitig, ich weiß, dass man hier zoomen kann, sieht das ganz anders aus. Und seriously, Skuldur, schalt mal dein. Skuldur, du machst gleich mal Tragfläche Magenta an. Genau. Das genau. Eben, Schwuchtelfarbe. Entschuldigung, okay. Kein Problem. Früher war es immer orange. Das hat nur den Hintergrund wohl, dass wenn man in der Flak ist und man den Rauch anhat, dass die Flak das irgendwie dann immer gescheit erkennt. Und dass wir uns im Luftkampf auch selber unterscheiden können. Ja.
Stelle das Komische ist, wir haben alles ausprobiert. Wir haben gelb, rot, grün, blau. Irgendwie haben jedes Mal die Gegner dasselbe. Dementsprechend haben wir uns jetzt einfach auf eins geeinigt. Genau.